Ist ernsthaft? No Skin, ich hasse No Skins, Leute. Ey, ich werde jetzt die Polizei anrufen. Ey, Leute. Was ist das? Yo, Leute, was geht? Flakes hier. Und ja, ihr habt den Titel richtig gelesen. Heute gibt es seit langem wieder ein Stream-Snipe-Video. Ihr habt es ja euch gewünscht. Und ich habe einen jüngeren Streamer gefunden, der noch recht klein ist. Link ist unten in der Beschreibung. Checkt den mal ab. Der macht es richtig gut, Leute. Aber ich dachte mir natürlich als Stream-Snipe-König, ich werde ihn heute Stream-Snipen. Er zockt Arena, denkt, er wäre richtig gut. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie er auf einen No-Skin reagiert. Ich versuche irgendwie mit ihm zu teamen und was er dazu zu sagen hat. Ich muss jetzt gleich gucken, wo er landet. Lasst auf ihren Like da und ein Abo, wenn ihr mehr Stream-Snap-Videos sehen wollt. Und jetzt muss ich echt mal abchecken, wo er landen wird. Let's go! So, Leute, seit langem, wirklich seit langem wieder ein Fortnite-Stream. Und ich würde sagen, wir landen einfach hier. Und ich hoffe, niemand will mich hier Stream-Snap oder ist in meine Runde gekommen, weil das wird ähnlich nicht bocken. Weil ich will mal auf die 60.000 Arena-Punkte pushen. Ihr wisst, ihr seht ja, ich habe 50.000 und so. Deswegen will ich auf jeden Fall pushen. Hä? Was hat der... Wartet mal, Leute. Der landet hier hinten. Ich habe seinen Stream hier rechts offen an meinem dritten Bildschirm, Leute. Ich habe drei Bildschirme, mega nice. Und er ist gerade hier gelandet und hat gerade irgendwas von... Was? Er hat 50.000 Arena-Punkte? Nee, das kann doch nicht sein. Der hat doch erst 60. Und der will 60.000 erreichen? Ist der wirklich so gut? Geht es überhaupt, Leute? Ich check's nicht. Oh, da sind Schritte, Leute. Das ist er. Ich muss jetzt hier irgendwie auf Sneaky Waffen sammeln. Ich habe jetzt hier auch eine Shotgun. Let's go. Und er ist genau unter mir, aber ich muss sneaken, damit er mich nicht sieht, Leute. So, okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen gelootet. Da war gerade... Ist da ein Gegner? Weil da hat sich gerade eine Kiste geöffnet. Ja, hier sind auch noch Munitionskisten. Wie gesagt, ich glaube, wir gehen mal nach oben, weil ich habe da, glaube ich, eine Kiste gehört. Und da müsste eigentlich jetzt ein Gegner sein. Oh nein, Leute, der geht jetzt nach oben, hat er gerade gesagt. Ey, ich liebe Stream-Snipe einfach so sehr. Das Problem ist, Leute, ich brauche unbedingt Schild. Das heißt, ich sollte erstmal hier hingehen und ein bisschen Schild looten. Okay, ich habe den Gegner bisher nicht gefunden. Ich weiß, ob es irgendwie so ein Troll war oder so. Ich weiß nicht. Und ja, wie gesagt, wieder ein nicer Stream. Ich ziehe mal, glaube ich, weiter, Leute. Weil hier bringt es nicht mehr. Ja, ich fahre mir noch ein bisschen den Baum und das war's dann. Und ja, dann ziehe ich einmal ein bisschen weiter. Okay, ich glaube, er will jetzt in die Zone gehen, wenn ich mich nicht täusche. Wartet, wie soll ich das machen? Wir sind ja hier in Arena. Ich glaube, ich farm jetzt hier noch ein paar Mets. Ich habe so lange auch kein Arena mehr gezockt. Und ich weiß auch gar nicht, auf seiner Map habe ich gesehen, dass er ganz viele Fragezeichen hat. Deswegen vermute ich einfach mal, dass er schon lange nicht mehr gezockt hat. Er müsste jetzt... Wartet mal, ich schau mal. Da hinten ist er, Leute. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Ich werde ihn jetzt einfach mal anschieben. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht. Nee, der hat mich nicht gesehen. Der bleibt da stehen. Er ist irgendwie lost. Er redet, glaube ich, mit dem Chat oder so. Ich werde ihn jetzt einfach mal anschießen. Mal gucken, wie er reagiert, Leute. Wenn er den Baum gefällt hat, Leute. Wir haben, was war das gerade? Leute, das war ein Schuss. Nee, warte, ist hier jemand hinter dem Baum? Hallo? Hallo? LOL, hier ist einfach ein No-Skin. Ist ernsthaft? No-Skin, ich hasse No-Skins, Leute. Weil No-Skins, die tun immer einen auf süß, dann sind die so arrogant irgendwie. Ha, guck mal, der will Mitleid haben, ne? Der will Mitleid haben, Leute. Aber ich sage euch ganz ehrlich, No-Skins sind so unsüß. Also, die sind gar nicht süß. Ich hätte dich einfach... Und ja, geh weg, Alter. Ich brauch dich. Ich kill dich gleich. Ich schwöre, geh jetzt weg oder ich kill dich, ne? Ey, Leute, was war das denn? Ich habe mich versucht, hinter Baum zu verstecken. Und ich habe gerade versucht zu teamen. Ich habe meine Spitzhacke so ein bisschen geschwenkt, damit der checkt, dass ich teamen will. Aber warum hat der so mit No-Skins geredet. Digga, meint er das ernst? Oh mein Gott, das ist jetzt nicht irgendwie so ein No-Skin-Hater. Da hinten ist er auch gerade. Digga, ich könnte ihn jetzt halt theoretisch snipen. Ich habe jetzt auch Schild. Ich werde mich jetzt healen, Leute. Einen Moment, ich öffne jetzt hier auch noch die Kiste. Und ich brauche unbedingt diese Schrottrisse oder irgendwie ein Laserschwert. Das werde ich dann auf ihn werfen. Aber das kann auch nicht sein. Ich muss das gleich nochmal abchecken, Leute. So, ihr seht auch das. Ich hier mit den OG, anders OG-Skin Captain Blaumütz am Start. Bin. Der ist wirklich seltener als Renegade Raider. Und ja, ich finde den Skin einfach, das ist der beste OG-Skin. Ihr habt alle Pech, dass ihr den nicht habt, Digga. Also wirklich, seid alle, ja, ich seid einfach nix OGs. Ihr seid einfach gar keine OGs, so, weil ich bin der Beste, so, wisst ihr? Ich bin kein OG. Also, wenn er wüsste, Leute, ich habe auch mega die nice Idee. Was ist, wenn wir einfach in der nächsten Runde den Renegade Raider auspacken? Er sagt, Blaumütze ist seltener als der Renegade Raider. Das kann niemals sein. Oh, eine goldene Pump haben wir hier. Ich öffne jetzt da oben die Kiste und dann gehe ich direkt zu ihm. Er ist auch schon mega weit entfernt. Wartet mal, Leute. Ich öffne jetzt hier diese Kiste. Ey, ich finde halt einfach nicht ein Laserschwert oder so. Ich kill mich einfach mal.
weil ich habe irgendwie Schüsse bekommen. Ich weiß nicht, ob es dieser dreckige No-Skin war. Wenn es er war, ich komme heute Nacht zu ihm nach Hause und ich schläge eine Spinne unter sein Kopfkissen. Er weiß gar nicht, Digga. Hä, Leute, wo ist der denn? Der müsste doch hier unten sein. Der Stream ist ein bisschen verzögert. Da ist er. Wartet mal. Ich werf Minis hin und wartet. So. Der sieht es. Wartet, jetzt mache ich so. Ich muss jetzt unbedingt gucken, was er sagt. Ey, bitte sei doch einfach nett, sonst muss ich dich hops nehmen, Mann. Bitte. Ey, was soll das? Ey, wieder dieser No-Skin, Leute. Ich hab kein Netz. Ich hab grad einen Pixel, die mir reingezogen. Dann wirft er mir Minis hin. Was soll das mir jetzt bringen? Alter, was willst du? Willst du Team? Willst du Team? Hier kannst du Team, Digga. Geh mal jetzt weg. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ey, ist wirklich. Digga, okay. Okay, es ist vorbei, Leute. Es ist vorbei. Ey, der hat mich gekillt! Leute, dieser No-Skin, der hat mich gekillt! Der hat bloße Tents! Ey, nein, ich hab keinen Bock mehr, der hat mich einfach gekillt, was soll das, hä? Ey, ja, okay, wir gehen in die nächste Runde. Ey, geil, ich konnte jetzt wieder nicht auf 60.000 Arena-Punkte pushen wegen diesem No-Skin. Das ist wahrscheinlich immer nur... Digga, der Loser Tents! Ey, nein! Ey, Leute, erinnert euch das an was? Das war's dann komplett. Also, das hat man davon, wenn man toxisch zu No-Skins ist. Der hat ja nicht mal gebaut, Digga, als ich ihn angeschossen habe. Wie lost ist er denn? Spielt er hier null bauen oder bauen? Okay, Leute, er startet gerade eine neue Runde. Ich würde sagen, in der nächsten Runde werde ich ihn nochmal komplett hops nehmen. Und dann auch noch mit dem Renegade Raider. Komm, ich muss mich jetzt beeilen. Wir müssen in die nächste Runde. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, es ist voll komisch. Irgend so ein random No-Skin. Ich stream wieder seit lange irgend so ein random No-Skin kommt von so irgend so einer Ecke. Der hat mich gestreamsniped. Dann hat er noch so Loser-Dance am Start, Digga. Also sag ich ehrlich, noch einmal streamsnipen der mich. Ich ruf die Polizei. Ja, okay, ich würde sagen, wir landen erstmal hier bei dieser bei diesem kleinen Haus, Stadt, was auch immer das ist. Und ja. Nein, Leute. Was hat er da gerade gesagt? Also er vermutet, glaube ich, dass ich ein Streamsniper bin, weil ich auch den Loser-Dance danach gemacht habe. Wo landet der denn gerade? Er landet irgendwo hier. Keine Ahnung, was das für ein Landing-Spot ist. In Arena. Also irgendwo hier landet er. Ich muss das gleich noch abchecken. Und er meinte, wenn ich das nochmal mache, ruft er die Polizei. Leute, mache ich es einfach direkt nochmal und dann soll er halt die Polizei rufen. Ich glaube, er landet hier irgendwo. Ich check gerade selber nicht, wo er landet. Ich glaube, hier irgendwo außerhalb. Das klären wir schon. Das klären wir, Leute. Und diesmal auch mit dem Fake Renegade Raider. Und danach werden wir den echten Renegade Raider auspacken und mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Und zum Glück bin ich auch anonym, dass er nicht weiß, wer ich bin. Okay, und ihr seht schon, dass ich diese Baba-mäßige Combo habe. Also wirklich hier mit der Eisspitzsacke und so. LOL, wir haben hier einfach die grüne Scar. Ey, hier ist einfach die... Okay, krass. Okay, wir werden auf jeden Fall die Runde gewinnen. Wir haben die grüne Scar und die blaue Scar. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr genüsslich, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ey, Leute, ich weiß nicht, ob der Junge gerade einfach nur trollt. Labert irgendwas von der Scar. Also er hat, glaube ich, sehr, sehr lange kein Fortnite mehr gespielt. Das war keine Scar. Das war das Hammersturmgewehr. Und ich weiß auch nicht genau, wo er ist. Ich bin jetzt irgendwo hier gelandet in seiner Nähe, weil seine Map, die ist komplett schwarz-weiß, weil er lange nicht mehr gezockt hat. Deswegen checke ich das nicht. Ich muss jetzt einfach mal hier looten und dann gleich in seine Nähe kommen und mal gucken, wie er auf meinen Renegade reagiert. Und mal gucken, also ich meine natürlich Fake Renegade. Wir haben das ganze Haus jetzt wirklich auseinandergenommen. Also wir müssen auch natürlich ein bisschen auseinandernehmen. Ja, sorry, wer hier alles wohnt, Digga, sorry. Aber hier natürlich noch auch dein Kamin, natürlich. Ich muss mich auch irgendwo aufwärmen. Digga, was labert der Typ? Was für Kamin, dies, das? Okay, Leute, wir haben jetzt das hier genommen und ich weiß auch nicht, warum der da so lange chillt in dem Haus. Oh, da hinten ist er. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn da hinten? Hinter dem Baum. Ich glaube, er läuft jetzt in die Zone. Aber die Zone ist ja zum Glück hier. Da oben ist er. Okay, es läuft alles nach Plan, Leute. Ich habe jetzt hier sogar eine Pump. Sehr, sehr gut. Ich muss ihn mal anschießen, dass er checkt, dass irgendjemand hier in der Nähe ist. Aber er weiß nicht von wo. Wartet mal, Leute. Ah, da hinten ist er. Der ist da hinten. Oh, okay, also diese Schlürfpisse, ja, okay, ja, wirklich was Gutes gesagt und so, diese Schlürfpisse, die sind einfach, also man kann einfach wirklich mit dem springen. Und hier steht eine Uhrzeit, ja, der ist 2:39 Uhr, es ist nicht mal 2:39 Uhr. Was labert Fortnite, Digga, ich melde Epic Games, sag ich so ehrlich, ich rufe auf die Polizei wegen Epic Games an, ich bin so offen und ehrlich. Egal, wir sind auf jeden Fall jetzt in der Zone, wir sind jetzt safe, wir holen jeden Gegner. Ey, Leute, ich weiß nicht, ob er zu konzentriert ist am Stream, ich habe jetzt so oft geschossen, ich habe nicht mal mehr Munition. Und er hat es einfach nicht gemerkt. Ist sein Sound nicht an oder so? Also ich check gerade gar nichts. Ich bin jetzt echt verwirrt. Also so einen schlechten Spiel habe ich noch nie gesehen. Ich schieße einfach die ganze Zeit. Wo ist er denn? Da ist er immer noch. Ich versuche jetzt mal zu treffen. Ist er lost?
Ey, da hat uns leider gerade angeschossen. Ich glaube, das war der, wo ich hier wegen dem gerade hier zubauen musste. Alter, da hinten ist wieder irgend so ein Gegner, Alter. Komm doch her. Komm doch her. Ich werde dich auseinandernehmen. Drecksgegner, Alter. Du kannst gar nichts. Du kannst gar nichts. Ich schwöre, du kannst gar nichts. Wo bist du? Ey, was will der? Digga, der will irgendwas von mir. Der will irgendwas von mir. Ich schnapp den jetzt. Ja, ja. Was für Schnappen. Er weiß nicht mal, von wo ich schieße hier. Er hat nicht mal richtig gelootet. Hier ist noch Loot und alles. Digga, ich muss ihn jetzt schnappen, so wie er sagt. Aber, hey, warum rennt er weg? Will er nicht auf Punkte gehen? Da ist er wieder. Da ist er wieder. Er ist irgendwie richtig lost. Wartet. Ich überrasche ihn. Der wird sich so erschrecken, Leute. Leute, was war das? Ey, da war irgend so ein Skin, Digga. Hallo. Oder war da was? Oder was? Da war... Ey, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Okay, Leute. Ich muss hier ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ja, okay. Ich würde sagen, ich baue mich erstmal hoch und mache mir eine Skybase. Aber erstmal muss ich mich hier zubauen, dass er mich hier nicht so hittet. So, ich baue mir hier eine Skybase. Bis hoch in die Wolken. Skybase. Leute, er ist white und baut sich jetzt eine Skybase und singt das Lied von Standard Skill. Leute, wir bauen das jetzt einfach ab. Wir bauen das jetzt einfach ab. Er hielt sich da oben. Und zack, es fällt. Digga, was? Was ist das? Irgend so ein Fake-Grimmiger Raider hat mich. Ey, wieder der. Ist es der gleiche oder so? Wieder anonym und wieder Loser Dance. Digga, ist es der gleiche oder so? Ich will hier Skybase bauen. Ich hab mich auch geheilt und so. Digga, der schießt mich einfach ab. Ich schwör, was will der von mir? Ey, wir gehen jetzt in die letzte Runde. Wenn er mich noch einmal abfuckt, ich beende den Stream. Ich ruf die Polizei. Ich ruf die Polizei. Hier ist mein Handy. Ich ruf die Polizei. Alter, Leute. Er ist einfach da runtergeflogen. Und das war's dann komplett mit ihm. Er labert irgendwas von Polizei. Leute, wenn das so ist, wir gehen einfach direkt in die nächste Runde. Ich muss natürlich versuchen, in seine Runde zu kommen. Er ist jetzt gelieft. Startet gleich die neue Runde. Jetzt wird der OG Renegade Raider ausgepackt und wir werden komplett die Ehre nehmen. Ey, ich hab gar keinen Bock mehr, Leute. Ich bin euch ehrlich. Die ganze Zeit irgend so ein random Typ. Ich lande jetzt bei dieser Tankstelle auf jeden Fall und ich hoffe nicht, dass wieder irgend so ein random Typ kommt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, ich rufe hier die, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich rufe hier gleich die Polizei an. Die Nummer ist 112. Ich rufe gleich diese Polizei an. Seht ihr 112? Ich rufe gleich die Polizei an, ich bin euch ehrlich. Okay, Leute, er landet hier. Wenn ich mich nicht täusche, hier landen viele und da. Aber ich glaube, der mit diesem orangenen Gleiter, das müsste er sein. Und ihr seht schon, ich habe den Renegade Raider ausgerüstet. Makrogleiter, ACDC-Spitzhacke. Ich bin komplett OG ausgerüstet. Und 112, Polizei, ist die Polizei nicht 110? Oder täusche ich mich? Also ruft er gleich die Feuerwehr, weil sein Fortnite brennt. Oder was meint der Typ da? Ich werde jetzt, glaube ich, auch... Ah, da oben ist er, da oben. Das ist er, ja, zu 100%. Ich lande, schnapp mir eine Waffe, renn zu einem Auto, versuch direkt abzuhauen. Okay, wir haben hier wieder die Scar. Let's go. Ich habe hier auch so... Hä? Digga, was war das? Wieder so ein Gegner? Ey, nein, bitte nicht wieder. Habe ich jetzt gerade richtig gesehen? Oh, Renegade! Warte, da war gerade Renegade. Warte, steht Renegade. Bitte. Hallo, Renegade. Ey, Leute, was? Der will Team, Digga. Er tötet mich nicht mal, weil ich Renegade habe. Okay, wartet, Leute. Ich tue jetzt so, als wäre ich korrekt zu ihm und fahre dann weg und komme dann wieder mit dem Auto. Digga, jetzt macht er auf einmal Herzchen. So, zack. Und jetzt gehe ich hier das hier nehmen. War ein bisschen looten. Digga, jetzt will er auf einmal direkt Team. Habt ihr gesehen, wie er geiert? Aber hier ist irgendwo kein Auto. Komm, ich tue jetzt so, als würde ich Team. So, zack. Und jetzt gehe ich weg, weil wir müssen uns verabschieden, weil sonst wird man gekickt in der Arena. Wisst ihr, Leute? Aber hier ist, glaube ich, kein Auto. Mies. Okay, ich muss irgendwie ein Auto finden. Da war einfach Renegade. Ich habe das viel zu oft gesagt, aber da war einfach... Ich bin ehrlich, da war einfach Renegade. Wo ist der jetzt hin? Ich glaube, ich habe den verloren. Egal, ich loote jetzt auf jeden Fall ganz, ganz schnell diese Kiste, Leute. Leute, da unten ist er. Er farmt immer noch Metz. Okay, ich werde ihn jetzt, glaube ich, einfach killen, Leute. Das, was der vorher gemacht hat, das war's komplett. Ruft deine Polizei. Ey, wer hat mich da angeschossen? Das war der Renegade. Ey, Bro, bitte schieß mich nicht an. Will der kämpfen? Ha, ich schlag den doch sowieso. Renegade ist sowieso nicht krass, Leute. Also Renegade ist natürlich krass, aber mein Blaumütz ist krass. Ich wollte eigentlich mit dem Team, aber wenn er so macht, hier wieder ein bisschen Metz. Guck, der kann mich nicht mal besiegen, wenn ich hier Metz hab. Wo ist der? Komm doch her. Nein, hau auf. Digga, Leute, ist so schlecht. Wie kann man so schlecht sein? Okay, er haut ab. Ich kill ihn jetzt. Leute. Wo ist er? Er farmt die ganze Zeit Metz. Er hat, glaube ich, keine Metz. Ich töte ihn jetzt einfach, Leute. Let's go. 3, 2, 1, go. Nein! Schon wieder, Digga! Ey! Schon wieder? Warum der Renegade? Er macht diesen OG-Tanz und so. Was ist das denn? Ey, ich hab keinen Bock mehr. Wieder anonym. Das ist die ganze Zeit der gleiche. Ja, guck mal, wieder Flex. Deswegen
ist natürlich der Blaumütze. Ich bin sprachlos, ich habe keinen Bock mehr. Digga, er rastet so komplett aus. Ich habe meine kompletten seltenen Tänze ausgepackt. Digga, das kommt davon, wenn man No-Skins Hops nimmt. Mal gucken, ob er jetzt wirklich die Polizei ruft. Er hat irgendwas gesagt, dass er den Stream beendet. Leute, wir gucken mal rein, was er sagt. Ey, ich werde jetzt die Polizei anrufen. Das geht gar nicht mit diesem Typen, Alter. Was denkt ihr, wer der ist? Ich werde die Polizei jetzt auf jeden Fall anrufen. Und ich würde sagen, das war's so lange mit den Streamen und so. Also nachher werde ich halt diese Polizei oder jetzt werde ich nach dem Stream diese Polizei anrufen, weil ich habe keinen Bock, dass mich jemand Stream snipe. Ey Leute, er hat gerade seinen Stream beendet, aber ich glaube nicht, dass er das tun wird. Er will einfach nur ein bisschen drohen oder so. Ich habe ihm, glaube ich, die Ehre genommen. Das war's wert, Leute. Ich würde sagen, ich werde ihm jetzt auch schreiben und mich entschuldigen, aber auf anonym, dass er nicht weiß, dass ich Flakes bin, weil ich muss ihn noch öfter Stream snipen. Oder Leute, wenn ich ihn öfter Stream snipen soll, lasst jetzt ein Like da und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, euer Flakes. Ciao.